Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich ein paar besondere Boxen vor mir. Ihr könnt es wahrscheinlich jetzt schon sehen oder auch nicht. Und zwar gab es bei Boutique 3 verschiedene Überraschungsboxen in der Größe S, M und L. Und ich habe mir alle gekauft und habe sie heute bekommen, obwohl ich heute erst die Versandbestätigung bekommen habe, stand ich vor der Postbote und dachte so, hä? Das Paket ist schon da. Aber das freut mich umso mehr, denn dann kommt das Video auch ein bisschen schneller online. Denn, ich wollte halt einfach wissen, was hier drin ist. Ob das gleich drin ist oder, keine Ahnung, was überhaupt drin ist, ne? Weil es hat sich vom Preis her anscheinend gelohnt, denn ich habe mir das hier aufgeschrieben. Moment. Die S-Box beinhaltet 5 Produkte im Wert von 52,75 Euro und sie hat nur 34,95 Euro gekostet. Die M-Box ist natürlich ein bisschen größer. Und die L-Box ist genauso groß. Die M-Box hat wohl 8 Produkte im Wert von 85,60 Euro und hat nur 44,95 Euro gekostet. Und die L-Box, die hat 11 Produkte drin im Wert von 122,45 Euro und die hat nur 54,95 Euro gekostet. Und ich habe insgesamt um die 135 Euro für diese 3 Boxen bezahlt und haben somit einen Wert von über 250 Euro so um den Dreh. Und ich bin so gespannt. Es hat sich gerade schon ein bisschen leer angefühlt und angehört. Die Boxen sind schon, nicht gerade sehr schwer. Ich finde es gut, dass die hier dran geschrieben haben, da ich mir ja alle Boxen bestellt habe, welche Box welche ist, sodass halt hier S dran steht, hier M und hier L. Und die sehen alle halt so aus. Ich mache das mal hier weg, das brauche ich ja mittlerweile gar nicht mehr. Also, dass halt überall Boutique draufsteht. Und die sind halt komplett schwarz drumherum. Und ich würde sagen, ich lege eigentlich auch direkt los, weil ich will unbedingt wissen, was hier drin ist. Ja, Leute. Hier habe ich sogar die 3 Boxen schon in der Hand und werde die jetzt nacheinander auspacken. Hier ist S, M, L und ich bin so gespannt, was mich erwarten wird. Ich werde die jetzt erstmal hier mal abstellen, hier an die Seite und werde mir erstmal S vorgreifen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, los geht's! Wir machen die erste Box direkt auch zusammen auf. Das werden wir bei den anderen Boxen natürlich auch tun. Aber so haben wir schon mal den ersten Blick in die Box. Die ist Mint, Grün, Türkis, wie auch immer man das nennen mag. Hier steht auch Blending is my cardio. Okay, und wie gesagt, hier sind halt dann eben die Produkte. Ich bin sau gespannt, was mich hier erwarten wird. Hier sollen 5 Produkte drin sein, ne? Genau, 5 Produkte sollen in der Box drin sein. So, ich habe auch alle 5 Produkte hier vor mir liegen. Und zwar, das erste Produkt, was wir hier haben, ist von Boutique der Lip Liquid Metal in Heavy Duty. Und zwar ist es halt eben ein Lipgloss. Und das ist diese Farbe hier. Ich werde den wahrscheinlich jetzt auch nicht aufmachen, oder? Oder soll ich doch aufmachen? Weil ich hatte die ja schon mal gezeigt gehabt. Ich muss nur irgendwie hier reinkommen. So, ich habe es auf. Und so sieht der Liquid Lipstick oder Lipgloss hier einmal aus. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Also die Verpackung sagt ja eigentlich schon heraus, was das für eine Farbe ist. Und das finde ich halt mega, mega schön. So, das ist das erste Produkt. Das zweite Produkt ist tatsächlich leider etwas, was ich mir damals zugelegt habe. Ich wollte darüber auch noch ein Full-Face-Make-up drehen, bin aber noch leider nicht dazu gekommen, denn es geht hier um die neue Boutique Lidschattenpalette hier. Das ist es ist auf jeden Fall diese
Y-Flash-Palette. So schaut die hier mal aus. Ich werde euch nicht jetzt die Farben zeigen, weil die noch komplett verschlossen ist. Weil ich noch nicht genau weiß, was ich mit der machen werde. Ob ich die verlosen werde oder ob ich sie weitergeben werde. Ich weiß es leider noch nicht. Deswegen werde ich erstmal noch gucken. So, dann haben wir auch ein Produkt, was ich so zu Hause da habe. Und zwar ist das hier ein Eyeshadow-Pinsel. In der Farbe 004, das ist einmal dieser hier. Und dann haben wir noch einen Pinsel, den Eyeshadow-Pinsel 005. Ich dachte, das ist gerade der gleiche, aber ist es Gott sei Dank nicht. Und das letzte Produkt, was ich hier habe, das habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich da bestellen soll. Aber da diese Boxen genau rechtzeitig kamen, hoffe ich natürlich, dass ich dann im Endeffekt alle Produkte für den Batik habe. Das ist hier der Batik Superliner Waterproof. Und so schaut er hier einmal aus. Ich habe die noch nie ausprobiert. Deswegen bin ich umso mehr gespannt. Ja, finde ich mega cool. Das waren tatsächlich die ganzen 5 Produkte aus der S-Box. Ich bin natürlich sehr gespannt, ob die Produkte gleich sind. Ich wollte natürlich jetzt nicht alles doppelt bestellen, um zu gucken, ob alles gleich ist. Das wäre natürlich viel zu viel gewesen. Die Box hat mich tatsächlich überrascht, muss ich sagen. Dafür, dass ich nur 34,95 bezahlt habe, habe ich hier Produkte, die natürlich, ja, deutlich mehr kosten. Also so hätte ich mir die Produkte wahrscheinlich so nicht selber einzeln gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich tue die Box mal eben zur Seite. Und ich rechne euch auch tatsächlich einmal aus, ob das der richtige Wert ist. Ist natürlich ein bisschen doof, weil gerade sind die Produkte von Batik im Angebot, glaube ich. Also wenn ihr das Video schaut, wahrscheinlich nicht mehr, aber als ich das Video drehe, sind die Produkte noch im Angebot. Hier schreibe ich euch einmal auf, was der Wert laut Batik sein soll. Und hier schreibe ich euch den Wert auf, was der Produktwert ist, den ich ausgerechnet habe. Wenn das variieren sollte, dann weiß ich auch nicht. Aber mal schauen. So, dann machen wir jetzt die M-Box auf. Und die ist ein bisschen größer. Also die ist sehr, sehr groß. Und dann schauen wir auch einmal hinein. Ich sehe schon, die soll wohl pink sein. Das ist doch wunderschön. So, dann schauen wir einmal rein. Oh, hier ist aber ganz schön wenig drin, muss ich sagen. Schaut mal. Bisschen wenig, oder? Aber ich finde die Farbe so schön. Und hier oben steht Lipstick can't solve problems, but it's a pretty good start. Okay. Wir haben hier auf jeden Fall 3 Lipglosse drin. In der M-Box sollen 8 Produkte drin sein. Ich sehe noch keine 8 Produkte, aber vielleicht wird sich das noch ändern. Wir haben hier 3 verschiedene Lip Liquid Metall drin. Und zwar einmal Baby, einmal Sensei und einmal Rich Cooper. Die solltet ihr eigentlich alle schon kennen, falls ihr Batik kennen solltet. Ich hoffe, ich kann das ganz gut zeigen. Ich mache die auch einmal auf. Moment, wo ist meine Schere abgeblieben? Obwohl, das ist hier... Oh, das ist hier sogar schon offen. Hä, warum das denn? Okay. Ja, gut. Hier ist Baby. Das ist hier so ein schönes lila, rosa, wie auch man das nennen mag. Aber die Farbe finde ich sehr, sehr schön. Das ist komischerweise auch offen, okay? Hier haben wir Sensei. Ja, Sensei. Die Farbe war mein absoluter Favorit, also ist halt auch immer noch mein absoluter Favorit. Ich habe da aber auch noch einen anderen Lipgloss, den ich sehr, sehr gerne benutze, aber ich weiß den Namen gerade nicht. Und dann haben wir, wie gesagt, noch Rich Cooper. Der schaut hier einmal so aus. Mega, mega schön. So, dann haben wir hier einmal so eine Versandtasche, wo wahrscheinlich dann auch noch etwas drin ist. So, wir haben ja bisher 3 Produkte. Oh, lala. Und hier haben wir weitere 4 Produkte.
Wir haben hier nämlich einmal den Batik. Das ist der Eyeliner. So schaut der hier einmal aus. Den habe ich tatsächlich noch nicht. Ich bin wirklich sehr darauf gespannt, wie der ist. Das werde ich dann wahrscheinlich in einem Video mit euch testen, weil ich ja, wie gesagt, noch diese eine neue Lidschattenpalette mit euch testen wollte. So, dann haben wir hier den Superliner Waterproof. Das ist wohl ein schwarzer Kajal, ja. Das ist einmal in dieser neongelben Verpackung. Und dann haben wir hier diesen roten noch einmal, den wir in der S-Box drin hatten. Das ist auch mega cool. Ob es ein zweites Mal jetzt mit dabei ist, weiß ich nicht, ob das was Cooles ist. Aber vielleicht ist der auch gut. So, und das letzte Produkt, was in diesem Versandkarton drin war, ist hier einmal die Highlighter-Palette. Und zwar die Face Light Beam. Die schaut hier einmal so aus. Und von innen schaut die einmal so aus. Mega, mega schön. Also ich benutze die Batik Highlighter-Paletten zwar sehr gerne, aber nicht so oft. Ich komme da einfach oft nicht zu. Meistens mache ich mir halt so mein natürliches Make-up ohne Highlighter, ohne Rouge, nur Make-up-Puder, Wimperntusche und einen Lippenpflegestift. Und das war's eigentlich auch schon. So, und jetzt kommen wir zu einem Produkt, wo ich sehr drauf gespannt bin, weil ich das noch nie gesehen habe. Und zwar ist das hier so eine Box von Batik. Ich weiß ehrlich nicht, was das sein soll. Hier steht Batik Brush Case 001. Die Box habe ich noch nie zuvor gesehen. Hier an der Seite haben wir noch das B für Batik und auf der anderen Seite ist das ganz normal weiß. Aber die Verpackung ist so schön, Leute. Ich möchte die auch nicht kaputt reißen oder so. So, und zwar ist das dieses schöne Teil hier. Das ist diese, wo man die Pinsel reintut tatsächlich, diese Box. Hier sind nur keine Pinsel drin natürlich, ne? Aber ich finde die sehr cool. Man kann die auch so benutzen, so auch zum Pinsel aufstellen. Und wenn man die zum Beispiel mitnehmen möchte, dann kann man die so zusammen tun und das so schließen. Und dann kann man das halt eben transportieren. Das finde ich echt cool. Sind das jetzt auch wirklich 8 Produkte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tatsächlich, es sind 8 Produkte. Ich bin aber auch gespannt, ob der Wert getoppt wurde. Und zwar in Höhe von 85,60 Euro. Hier 85,60 Euro laut Batik. Und hier ist einmal mein Wert, falls ich da irgendwas rausrechnen kann. Aber diese Verpackung hier, die finde ich so schön. Die werde ich auf jeden Fall bei mir irgendwo aufstellen. Und jetzt kommen wir zu der Box L. So, hier ist die Box L. Die ist natürlich schwieriger, weil hier sollen 11 Produkte drin sein. Und ich sehe auch, dass hier der Inhalt der Box, also die Farbe, auch pink ist. Und so schaut das Ganze hier einmal aus. Hier steht auch übrigens der gleiche Spruch drauf wie bei der M-Box. Die Boxen finde ich vor allem auch sehr, sehr schön. Ich sehe schon, hier sind auf jeden Fall neue Produkte, die ich nicht habe. Wir haben auch hier nochmal 3 Lipsticke drin. Und zwar, beziehungsweise Lipgloss. Und zwar einmal den Plastic Dream. Das ist einmal dieser hier. Der ist wunderschön. Schaut euch den mal bitte an. Richtig schön. Den habe ich auch. Also ich habe alle Sachen von Batik da, außer jetzt so die neuesten Sachen, sage ich jetzt mal. Dann haben wir den Lipgloss Millions. Den hat tatsächlich letztens eine Abonnentin von mir gewonnen und den fand sie sehr, sehr schön. Ich finde den auch wirklich sehr schön. Und wir haben den Lipgloss Sunset. Den finde ich auch sehr, sehr schön. Der ist auch so ein bisschen neutraler als sonstige. So, dann habe ich hier ein Produkt, was ich noch nicht da habe, wovon ich aber auch überhaupt gar kein Fan bin, muss ich sagen. Ist der Batik Make-up Blender. Und zwar ist das dieser hier in so einer Verpackung. Wir haben hier oben in diesem Deckel einmal das weiße B und... Na, kommst du raus?
Und hier ist halt eben der Batik Blender. Hier ist auch einmal, ich weiß nicht, ob ich das in der Kamera zeigen kann, ob das die Kamera fokussiert. Hier ist dieses B auch nochmal drin. Ich glaube, das sieht man noch. Aber ich bin überhaupt gar kein Fan von diesen Schwämmchen. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich erstmal so behalten. So als, ja, nice to have, sage ich jetzt mal. Aber benutzen werde ich den auf jeden Fall nicht. So, dann haben wir hier wahrscheinlich nochmal diese Brush Case drin. Genau. Das ist, wie gesagt, diese wunderschöne Verpackung hier. Ist natürlich doof, dass das jetzt auch nochmal hier drin ist. Das finde ich, naja, ein bisschen schade. Aber dann habe ich jetzt zwei. Oh mein Gott, was soll ich mit denen machen? Halt, wie gesagt, dieses Teil hier, was man hier öffnen kann und dann halt eben seine Pinsel aufbewahren kann. Wie gesagt, 5 Produkte waren das jetzt. Jetzt ist hier einmal so, upsala, eine Box nochmal mit dabei. Wir schauen alle einmal zusammen rein. Ja, super. Man sieht natürlich nichts, ne? Wie, ja, okay, gut. So, wir haben hier weitere Produkte drin. So, ich stelle die Box mal eben hier rein. Und zwar haben wir einmal die Eyeshadow Palette, die Y Pulse Palette. Und zwar ist das diese blaue, wunderschöne, mit den Glitzertönen ist das, glaube ich, ne? Ja, die ist sehr, sehr schön. Und so schaut die hier einmal aus. Es wäre sogar ganz schön gewesen, wenn diese Make-up-Tasche mit dabei gewesen wäre. Das wäre echt nicht schlecht gewesen. So, dann haben wir hier die andere Highlighter-Palette. Und zwar war ja in der M-Box die eine Highlighter-Palette mit dabei. Und diese Highlighter-Palette benutze ich persönlich sehr, sehr gerne, weil sie einfach diese, ja, ich finde, natürlichen Töne hat und nicht so wie dieses eine, dass es blau mit dabei ist und so. Die finde ich am allerschönsten von Batik. So, und dann haben wir hier noch 4 Produkte. Das sind das, dann sind das 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tatsächlich 11. Immerhin nicht weniger. Wir haben hier nochmal den Eyeliner von Batik. Das ist der weiße hier. Also weißer Stift, aber in schwarz ist der natürlich. So, dann haben wir natürlich nochmal dieses, den Superliner Waterproof in der neongelben Version. Der ist natürlich schwarz. Dann haben wir zum dritten Mal den Superliner Waterproof, der rote Stift. Und wir haben hier den Highlighter-Pinsel, passt zum Highlighter mit dabei. Und zwar den H003 und das ist dieser hier. Der ist wirklich sehr, sehr gut, um Highlighter aufzutragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde euch einmal hier den Wert von Batik einblenden. Und zwar ist der Wert in Höhe von 122,45 Euro. Und hier blende ich dir einmal meinen ausgerechneten Wert ein. Ich hoffe natürlich, der überstreitet sich nicht. Es kann natürlich höher sein, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber es soll natürlich nicht weniger sein. Also im Großen und Ganzen, was soll ich sagen? Ich finde es schön, dass ich jetzt diesen Brush Dingsbums dabei habe. Wie heißt der? Brush Case. Genau, so heißt der. Wobei, ich wollte ihn eigentlich nicht so unbedingt haben. Was ich gern gehabt hätte, wäre diese Make-up-Tasche gewesen. Die kostet ja, glaube ich, irgendwie 30 Euro. Ihr könnt auch einmal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Boxen fandet. Also ich sag mal so, es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe weniger bezahlt, als das Ganze hier überhaupt wert ist, ne? Aber ja, ich habe jetzt den Batik Blender, den ich natürlich jetzt nicht benutzen werde. Ich habe diesen Make-up Brush, den Brush Case, genau. Und ansonsten, ja, die Liner, die werde ich auch mal ausprobieren. Und ansonsten war eigentlich nichts Neues für mich mit dabei. Weil die eine Lidschattenpalette, die habe ich schon. Hätte ich gewusst, dass es diese Boxen gibt, dann hätte ich mir diese Lidschattenpalette auch nicht bestellt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das weiß man ja nie, ne? Das gab es ja nur zu Black Friday, glaube ich, die Boxen. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es einfach mal interessant zu sehen, was in diesen Boxen drin ist. Wie gesagt, ich habe halt ja um die 135 Euro für diese 3 Boxen bezahlt. Ist zwar schon sehr viel, aber
kann man mal machen, ne? Ich meine, ich habe mir zu Black Friday sowieso nichts gekauft, weil ich einfach nichts brauche. Das Einzige, was ich gekauft habe, war ein kleiner Staubsauger. Selbst der war nicht im Angebot. Ich habe extra bei Black Friday nach Staubsaugern geguckt, aber es war keiner im Angebot, wirklich. Also zumindest bei Amazon gab es nichts im Angebot, weil bei Amazon kommen die Pakete nämlich ein bisschen schneller als bei anderen Lieferanten. Ja, ansonsten habe ich mir eigentlich nichts bestellt. Das Einzige, was ich bestellt habe, ich habe jetzt eine kleine Babykatze nämlich. Und ich habe ihr einen Kratzbaum bestellt, der aber immer noch nicht da ist. Der war nämlich im Angebot. Ich habe mir eigentlich einen ganz kleinen Kratzbaum so angeschaut. Der hat, glaube ich, um die 50 Euro gekostet, wenn ich mich nicht irre. Und dann habe ich den aber erstmal in den Warenkorb getan. Mit der Hoffnung, dass der eventuell zu Black Friday ein bisschen günstiger wird. Das war er leider nicht. Dann habe ich aber einfach mal so bei Amazon Kratzbaum eingegeben, also Katzenkratzbaum, und habe dann halt nur unter die Black Friday Angebote geguckt, beziehungsweise die Black Week. Und dann gab es da einen Kratzbaum für 38 Euro und der ist genauso groß wie ich. Also das ist natürlich ein Jackpot. Dann habe ich den natürlich bestellt, aber der ist leider noch nicht da. Und ich hoffe, der kommt noch, weil einen anderen Kratzbaum will ich nicht haben, weil die anderen sind jetzt natürlich alle viel, viel teurer. Und ja, das war, glaube ich, das mit Einzigste, was ich mir zu Black Friday gekauft habe. Deswegen finde ich 135 Euro dafür gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass andere Leute natürlich sich, keine Ahnung, iPads, iPhones, Laptop, Fernseher oder sowas holen, weil ich brauche diese ganzen Sachen nicht, weil ich die halt alle, ja, sage ich mal, habe. Ich habe einen ganz alten Fernseher, also so alt ist er zwar nicht, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ich glaube, der ist 6 Jahre alt, halt so lange, wie wir in der Wohnung hier wohnen, glaube ich, weiß es gar nicht mehr, und ansonsten brauche ich eigentlich nichts, ich habe eine Kamera, ich habe meine Leuchten, ich habe meinen Hintergrund, und ansonsten brauche ich eigentlich gar nichts. Ach ja, und das Einzige, was ich halt noch so bestellt habe, war bei Hello Buddy, habe ich bestellt, und bei Salted hatte ich bestellt. Und mehr habe ich nicht bestellt. Ja. Ja, liebe Leute, ich quatsche euch auf jeden Fall hier nicht voll. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von den Boxen haltet. Also von der S-Box, von der M-Box und von der L-Box. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Übrigens, ich habe eine kleine Überraschung beiseite. Und zwar kannst du eine kleine Überraschungsbox mit ein paar Boutique-Sachen hier in meinem Video gewinnen. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Produkte. Ich gehe mal von aus, so 3 bis 4 Produkte werden in der Box drin sein. Und somit hast du die Chance, heute hier eine kleine Boutique-Überraschungsbox zu gewinnen. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Glück. Alles, was du dafür tun musst, steht natürlich unten in der Infobox. Aber ganz wichtig ist natürlich, Abonnent bzw. sichtbarer Abonnent meines Kanals sein, diesem Video ein Däumchen nach oben geben, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen, und in die Kommentare schreiben, ob du Boutique kennst, ob du Boutique schon mal benutzt hast oder ob Boutique dir so ganz neu ist oder ob du das überhaupt noch gar nicht kennst und ob du schon mal was bestellt hast und davon irgendwas benutzt. Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, so viele kennen Boutique gar nicht, glaube ich. Ich weiß es nicht wirklich. Ja, das war's natürlich. Ich wünsche dir viel Glück bei der Verlosung. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, wenn dir dieses Video gefallen hätte, würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun, indem du hier unten auf den roten Abonnieren-Button klickst oder auf den roten Abonnieren-Button unter diesem Video. Aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ciao!